Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Pokémon Snap Part. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das ist schon sehr lange her. Möchtest du sehen, wie Pokémon tanzen? Ich habe die Pokéflöte freigespielt für uns. Dazu musst du diese Pokéflöte spielen, sie ist ganz einfach zu bedienen. Mit den C-Buttons spielst du die Pokéflöte. Spielst du verschiedene Melodien, indem du den C-Button mehrmals drückst. Soll ich diese wiederholen? Nein, danke. Ja, Leute, die Punktzahl habe ich ein bisschen erhöht, um diese Pokéflöte zu erhalten. Und damit können wir nämlich weiter voranschreiten und werden das auch sofort einsetzen, indem wir in Strecke 1 gehen und uns erstmal einen Relaxo holen. Mit dem Ding lässt sich einiges anstellen. Dafür brauchen wir es auch für die anderen Dinger, für die lustigen kleinen Zeichen, die mich so nerven. Ja, die Musik ist auch alles anders. Oh. Pikachu kriegt dadurch einen kleinen Elektrostab. Pikachu! Pika, Pika! Naja, egal. Hier habe ich die Fotos so ein bisschen gemacht. Hier, das haben wir ja schon. Weil hier sind die Fotos noch ein paar da, die wir nicht gemacht haben. Zum Beispiel die Labrasse kriegen wir nämlich auch näher ran. Vielleicht kann ich euch das nochmal zeigen. Einmal, das werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Ja, und damit wacht nämlich unser wertes Herr Relaxo auf und feiert sich voll. Natürlich wollen wir ihn fotografieren. So, und da oben ist Mozi, was auch tanzt. Das ist alles schön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist schon so lange her, dieses Let's Play. Ich bin sehr froh, dass es wieder funktioniert, weil lange Zeit hatte ich das Problem, dass ihr einfach keinen Zaun hattet. Und ich, gerade im Sinne der Pokémon-Flöte, wollte ich euch denn doch gerne zeigen. Ja, wie ihr seht, sehen sie, dass die Labrasse näher rankommen. Das werden wir nochmal haben nachher. Nur in anderer Variante. Und sich, glaub, kommst du noch raus, oder? Nee, ich hab's, glaube ich, verkackt. Ja, diese Pokémon-Flöte wird uns auch an einigen Sachen sehr, 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 sehr nützlich sein. Oh, da ist ein Zwetbo, das sehr nah war, aber ich es anscheinend verkackt habe. Aber ich habe es anscheinend nochmal erwischt, das ist schön. Es regt mich gerade so ein bisschen auf, dass das Spiel irgendwie ein paar Frame-Einbrüche hat. Da hätte ich vielleicht nochmal ein Sichler fotografieren können. Und hier gleich, wie Sie sehen, kommt da gleich ein Labras raus. Wenn ich das nicht schon verpasst habe. Na? Schade. Schade, schade, schade. Aber da, so habe ich euch ein bisschen die Pokémon-Filter zumindest gezeigt. Ich habe hier noch ein paar andere Fotos schön gemacht, damit wir es schön machen können. Aber das sollte jetzt erstmal der Rundgang gewesen sein. Durch die erste Welt, wo wir nicht viel machen können eigentlich. Viel mit der Pokémon-Flöte. Da sind andere Maps, wo wir viel mehr machen können. So, aber immerhin haben wir ein Relaxo. So, ganz, ganz viele Bilder gemacht und damit Pikachu rastet da ein bisschen aus. Wird sowieso nicht an unser liebes kleines Foto mit Pikachu auf dem Surfboard rankommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich Labrasse euch nicht so zeigen konnte, wie ich das eigentlich wollte. Das hätte ich gerne gemacht. Das ist ganz okay. Das war nicht perfekt, aber es geht. Hier haben wir noch Relaxo. So ist das ziemlich in der Mitte und auch ziemlich nah. Da haben wir noch Mauzi. Was ein bisschen abdanced. Und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Und zu Professor Eich. Ja. So. Da soll es nicht so viel Neues geben.
Natürlich möchte ich mein altes behalten. Wie ihr seht, habe ich das andere ersetzt, was wir hatten, weil wir einfach weil ich einfach die Punkte haben wollte, was viel schneller geht. Das andere war sogar besser. Okay, das erstaunt mich ein bisschen. Aber dafür war das besser, auch wenn mir das im Wirbelsturm ganz gut gefallen hat eigentlich. Aber naja. Ja, das andere war näher, wie ihr gerade gesehen habt. Das habe ich halt in dem One gemacht, wo ich noch ein bisschen geguckt habe, was man noch so machen kann. Ich habe mir nämlich die ganze Seite durchgelesen. Das ist so ein bisschen weitere Punkte. Aber das erste Zeichen haben wir ja schon. Willkommen zurück. Und damit gehen wir in die nächste Strecke, in den Tunnel rein. Wo wir auch noch ganz viel machen können. Pikachu. Ey. Danke auch, dass ihr ein Arschloch seid. So, damit habe ich ein explodierendes Ding. Was bringt das denn bei den Lag-Tags? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bam, 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 bam. So, ich glaube, Zubat habe ich erwischt. Ein Pikachu, andere Richtung. Pikachu! Komm, lass mich nicht im Stich. Oh, ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Und damit haben wir Zapdos. Und Zapdos macht uns auch noch was Besonderes. Es macht nämlich den Sturmgenerator an. Der uns gleich nämlich ziemlich weiterhelfen wird bei dem nächsten geilen Zeichen. So, Apollo. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht tanzt es ja gleich für uns. Das übrigens jedes Mal. Also nicht wundern. Und da ist unser geheimes Zeichen. Ein Pinsir. Das lösen wir dadurch aus, dass wir halt das kleine, niedliche etwas von Zapdos rausrufen. Ja. So. Bringt es was bei Magnetilos. Magneton. So, gut, dann wollen wir doch mal das Level beenden und in die nächste Welt aufbrechen. Schöne Wolken hier, das ist echt... Oh, ich liebe die Atmosphäre, dieses Game. Die ist so toll. Wir sind schon bei 9 Minuten, okay. Mal gucken, ob ich heute dicker aufnehme, damit ich nicht wieder die technischen Schwierigkeiten habe und euch mehr Parts bieten kann. Ja, also ganz schön Bilder gemacht eigentlich. So, Elektroball. Würde ich das alte auch behalten, das ist deutlich besser. Lactec haben wir ein bisschen K.O. gehauen. Beziehungsweise Dings hat das gemacht. Das Elektroball. Hier haben wir auch noch Zapdos. Und Zapdos ist eigentlich
Hier am besten. Dafür ist dieses... Was, du erkennst das nicht, dass er ein Carpador ist? Vollidiot. Du kleiner Arschgeigen-Vollidiot. So ist das perfekt. Sehr schön in der Mitte und so. So, Pikachu. Ist doch eigentlich ganz gut aufgehoben. Dick da. Wie ihr gesehen habt, können wir eigentlich auch noch ein Dicktier auslösen. Hier haben wir noch ein Zeichen. Und Magneton. Nehmen wir mal das, was uns direkt vor der Kamera sitzt. Und dann gehen wir mal zu Professor Euch damit. Ja. Gut, was gibt's Neues? Ja, das ist sehr schön, nicht? Du warst nah dran. Nee, natürlich ist es halt besser, das war mir klar. So, Zubat, was sagst du denn zu Zubat? Ja, ist ein bisschen besser als das andere. Aber ich glaube, nur ein kleines bisschen. Hier haben wir noch Zapdos. Gut gemacht, sehr hübsch. Ja. Ich weiß, wie ich Bilder machen muss. So, Zapdos, Alpollo. Oh, wird's nicht so viel besser. Sag dich doch. Und Pikachu. Natürlich ist das andere besser. Was hat man gegen einen Surfer Pikachu denn schon zu behaupten? Du warst nah dran. Okay, alles gut. Dann kommt noch Magneton. Wunderbar, der Bild ist tadellos. Auch wenn es ja nicht wirklich gut ist, aber egal. Komm zurück. So, die nächste Strecke in den Vulkan rein. Beim Vulkan muss ich gerade zugeben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wo das Zeichen war. Ich meine, dass man irgendwas im Vulkan machen musste. Irgendwas reinwerfen. Rauchball. Da, wir haben das Zeichen. Das war ein Smogger, wie ihr vielleicht erkannt habt. Außerdem gibt es hier noch eine Kleinigkeit zu tun, die wir noch können. Und ich hätte Vulpix eventuell hier. Das freut sich ein bisschen. Und gleich kann ich euch noch einen Trick zeigen. Den ich vorhin gelesen habe. Ja, freu dich, los! Sei happy und sei fröhlich, Mann. Du bist nicht fröhlich. Okay. So. So, man tanzt ein bisschen für uns, das ist sehr schön. Gut, dann wollen wir doch mal hier hin, weil hier gibt es nämlich noch eine Kleinigkeit, die ich euch noch zeigen möchte. Wenn wir nämlich nicht das Gumanda hier holen, dann kommen da nämlich noch ganz viele andere Gumandas an. Und da kommt noch ein Gumanda und noch ein Gumanda. Somit können wir sie zu uns herlocken und Flöte aktivieren. Weil ich das nicht ganz so perfekt finde. So kommen wir da ran und können uns 6 Lumandas auf einen Streich holen und gehen damit weiter. Los, Lavados, komm mal eben kurz raus. Danke, Lavados. Den Trick wusste ich selber noch nicht ganz, habe ich nur eben nachgegoogelt. Ich euch das Spiel so gut wie möglich zeigen möchte, ist es glaube ich nicht okay, wenn ich euch mal so ein bisschen zeige. So, Magma ist kaputt gegangen. Irgendwo kann man in Vulkane reinschubsen und dann kriegt man, glaube ich, wie ich das richtig erfahren habe, das kann gut sein, dass es die hier sind.
Vulkanus, genau. Wenn ich gut treffen würde, dann könnte ich auch 3 Stück rausholen. Aber es kann uns gar nicht gewährt bleiben, anscheinend. Na, schade, schaffe ich nicht. Okay, dann war's das wohl. Texte kann ich mir noch eben aneignen. Es ist interessant, dass wir hier die komplette Entwicklungsreihe von Glumanda in dieser Welt haben. So, Glurak schaffe ich vielleicht auch noch. Schade. Jetzt habe ich ein schönes Bild von einer Entwicklung, aber mehr auch nicht. Na gut. Dann wollen wir uns mal die Bilder holen. Wir müssen hier sowieso später noch einmal rein, um uns Arcani zu holen. Arcani sind hier auch drin. Was ich meinte mit den, bei den Vulkanus. Ah, ein Apfel, nein, lass den Apfel in Frieden. So, Glumanda. Glumanda nehmen wir natürlich das letzte Bild, was sie hatten. Das hier. Lavados. Das sieht so ein bisschen schön aus. Magma. Bisschen bewusstlos, aber auch okay. So, Vulcano haben wir noch nicht. Damit nehmen wir das Bild. Und Lutexo. Nehmen wir das. So. Die Entwicklung akzeptiert er natürlich nicht. Naja. Ja. Ist gerade für einen Pokémon-Forscher wäre es eigentlich interessant. Und gleich ist der Part auch schon zu Ende. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Lass mich mal sehen. Das ist. Ja. Vielleicht zeige ich euch auch noch gleich nach dem Part eine kurze Zusammenfassung der Pokémon, die ich verpasst habe. Komm schon, Glumanda ist jetzt deutlich besser als das andere. Du warst nah dran. Was? Wie jetzt? Es geht. Eich, du blöder Idiot. Egal. Du warst nah dran. Eich, er ist ein bisschen komisch. Er ist anders natürlich deutlich näher dran, nicht? Anderes natürlich ein bisschen näher, aber Hinterteil besser. Das ist doch nicht wahr. Toll! Wie sieht die Pose aus? Toll! 100 Glückstücke? Was? Wunderbar! Wieso 100 Glückstücke? Was hast du denn genommen? Oh. Gut gemacht! Oh, wunderbar! So, schön. Ich speichere die Ergebnisse. Wenn du alle Pokémon-Zeichen hast, so wird es etwas Besonderes passieren. Ja, das werden wir uns auch noch angucken. Willkommen zurück. Ja. Gut, damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Snap. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis dann. Ciao.